Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es mal um ein ganz duftendes Thema. Ja, der Klostein, oder? Es ist wichtig, dass man auch mal über den Klostein spricht, tatsächlich, denn das ist zwar nichts, was man sich jetzt direkt selber zuführt, aber wir sind ja irgendwie auch verantwortlich für die Vergiftung unserer Umwelt. Denn das kommt ja wieder auf uns zurück. Also wenn wir uns gesund erhalten wollen, ist auch wichtig, dass wir die Umwelt um uns herum sauber und gesund erhalten. Und da spielt vieles eine Rolle, unter anderem der Klostein. Mich persönlich hat es immer gereut, wenn ich diesen Chemie-Klostein gekauft habe, ins Klo gehängt habe und irgendwie gehofft habe, dass ich dadurch die Gerüche verbessere, das Klo vielleicht sauberer habe, vielleicht putzen und reinigen spare. All diese Dinge und Ideen kamen da auf, aber es sollte ja vor allen Dingen einfach nicht stinken im Badezimmer. Und ich denke, wir müssen nicht darüber sprechen, dass es unabdingbar ist, dass man die Toilette reinigt und sauber macht. Jeder von euch macht das auch. Es kann sein, wenn ihr in alten Wohnungen wohnt und es sind alte Klos dort, dass vielleicht Dichtungen, Silikondichtungen oder andere Dinge Gerüche angenommen haben, die unangenehm sind. Da kann man noch so viel Klosteine benutzen. Das kann man einfach nur reparieren, indem man das austauscht. Also das alte Silikon wegmacht, neues hinmacht. Dann riecht es auch nicht mehr oder stinkt es auch nicht mehr schlimm. Genauso ist wichtig bei so einer Kloschüssel. Es kann sein, dass sich da wirklich ganz, ganz tief in der Kante irgendwelcher Dreck vergraben hat, den man nicht so einfach mit einem normalen Putzvorgang rauskriegt, wo man sich dann quasi ein bisschen mehr anstrengen darf. Aber das ist jetzt mal das eine Thema. Es geht ja um den Klostein. Wir haben verschiedene Sachen probiert, angefangen von irgendwelchen Bio-Klosteinen, Öko-Klosteine, die wir verwendet haben zu Hause, aber auch in der Praxis, einfach um natürlich einen guten, angenehmen Geruch zu haben im WC-Bereich. Und haben dann sogar versucht, mal sowas selber zu machen. Es gibt ja Anleitungen, wie man sowas selbst machen kann und zusammenmischen kann. Das mag funktionieren, es ist okay, aber trotzdem fand ich das irgendwie immer noch nicht optimal. Und dann bin ich auf etwas gestoßen, durch Zufall, das ist der Knaller. Es gibt einen Edelstahl-Klostein. Das ist jetzt nichts anderes als ein Stück Edelstahl. Das kommt mit so einer Aufhängung einfach ins Klo rein, so wie so ein normaler Klostein. Und ihr müsst ihn nie wieder wechseln. Und dieser Edelstahl-Klostein in Verbindung mit Wasser und Sauerstoff sorgt ja dafür, dass keine Gerüche entstehen bzw. unangenehme Gerüche neutralisiert werden. Das ist der Knaller und das verbraucht sich nicht. Das ist so ein Dauerding, was man da reinhängt. Eine geniale Geschichte. Probiert es mal aus, wenn ihr mögt und teilt auch gerne mal eure Erfahrungen. Weil wir haben wirklich super Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, zu Hause, wir sind 6 Leute und haben dort 2 WCs und trotzdem funktioniert das gut. Und auch in der Praxistoilette ist es echt optimal. Riecht nicht, stinkt nicht, versaut nicht die Umwelt, gibt keinerlei Gifte oder Chemikalien ab und ist einfach super, macht seinen Job. Ist natürlich in der Erstanschaffung ein klein wenig teurer als so ein normaler Klostein, aber dafür müsst ihr nie wieder einen neuen kaufen. Also das finde ich genial. Wir haben das verlinkt hier unten in der Beschreibung. Von der Firma Waschbär kommt das Ding und Praxis Family checkt, muss ich sagen. Also das Ding hat sich wirklich bewährt. Holt euch das. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und besucht uns gerne auf Instagram oder Facebook. Ciao, macht's gut.